Ingeborg! Ingeborg! Oh! Was ist? Schaut, das ist mal das dann. Das ist nichts. Das ist gut. Das ist schön. Wo ist denn das? Das ist schön. Ich möchte schon lange was sehen. Und was meinst du, wie lange wir fahren? Boah, anderthalb Stunden. Oh, das wäre toll. Ist okay. Gut. Okay. Morgen kommt es im Tagesverlauf von Norden her kräftiger Schneefall auf, der in Unter- und Mittelfranken bis zum Abend in Regen übergeht. Vorsicht, hier wird es dann sehr glatt. Die Kälte geht zu Ende. Ab Dienstag stellt sich in fast ganz Bayern milderes und wechselhaftes Winterwetter ein. Aufbaut. Wenn Turi das grüßen, sage ich immer, dass der Wind dort etwas stärker ist. Zum Wetter, das gleiche. Also heute Morgen habe ich Nachrichten gehört, österreichischer Rundfunk. Kitschig, schönes Bergwetter. 6.260 mit 15. 7.000 Fuß. 270. Mit 15. Markus ist weg, aber ich sage es trotzdem, 14.240 aller Piloten. Ein herzliches Grüß Gott. Wir sind leider etwas verspätet. Das Wetter war gestern nicht so, dass wir gestern starten konnten. Wir wollen das heute und ab heute zwei Wochen lang nachholen. Und die Ballonfahrer beobachten jetzt den Peter, der den Vorreiter macht. Der Wind ist noch sehr ruhig, ideale Verhältnisse für die Ballonfahrer. Das Einzige, was wir hier nicht möchten, sind Nordwinde, dass es uns in die Berge zieht. Aber wenn es uns hinaus ins Flachland treibt, ist es für uns ideal. Mein Finger zwischendrin. Hören kann die Tour.
GPS-Antennchen raus. Das haben wir geschaut. So. GPS. 2, 3, 4, 5 Satelliten haben wir schon. So, jetzt sind wir alles auf Null. Da ist der Gründen, ne? Da ist das Nebelhorn. Na, ich will erst mal schauen, in welche Richtung das geht, damit ich nicht da oben nachher auf dem Gebirge hänge. Und was ist die Außentemperatur um? Wir werden jetzt schätzungsweise 7-8 Grad minus haben.
kann 5 Grad aufbauen. Was ist das Massiv rechts, links davon? Das links ist beim Brenner, das ist das Pitztal da. Das sind so alles so 3000, 3500er, direkt nach der italienischen Grenze. Grad mit 15 Knoten. Ja. Uns ist nämlich der Rum ausgegangen, deswegen mussten wir halb Rum und halb Williams da den Tee mit. Oh, ja, zum Wohl. Schauen wir mal, wie der Wind nach unten ist. Junge, ist die Liebe. Schaut, jetzt drückt doch der Nebel aus dem Tal rein, aber keine Angst, es passiert nichts. Da, Niederstein. Da kommen wir jetzt gleich rüber. Die paar Orte da unten, die paar Dörfer. Grüßt. Happy.
Ja, wo gehen wir noch? Schnell Schwanstein, was machen. Pass auf, das Fenster ist ganz eng. Ich bloß gute Stunden für den Kopf. Schau, die versuchen auf dem Parkplatz der Brauerei zu landen, aber wir fahren weiter. Wir schauen mal, dass wir die Königsschlösser erwischen. Ja, dann sind wir 9:48 Uhr. Also in 4 Minuten sind wir 3 Stunden jetzt unterwegs.